Willkommen zurück bei unserer Sondersendung bei TV Berlin Wahl 17, täglich 20.15 Uhr am Montag und von Donnerstag bis Freitag 21.15 Uhr unsere Sendung mit einem Kandidaten für den Bundestag aus Berlin. Bei mir ist heute Kevin Hönicke, Wahlkreis Lichtenberg, und das ist ein ziemlich großer Wahlkreis, aber das sind nicht nur die Hochhäuser, sondern das ist auch Karlshorst mit dem Willen. Wir haben über die Mieten gesprochen und wir waren bei dem Thema: Wer soll denn das im neuen Bundestag durchsetzen? Sie sagen ganz klar, Schwarz-Rot nicht mehr. Ja, was dann? Das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Also, Was hätten Sie denn gerne? Also wegen mir könnten wir, ich fand Rot-Grün war eine gute Option in diesem Land, hat auch vieles auf den Weg gebracht. Rot-Grün wäre natürlich für mich. Da brauchen Sie aber noch 10% mehr. Da brauchen wir noch, ja, leider schwächeln die Grünen, leider ist die SPD in den aktuellen Umfragen noch nicht da, wo sie ist, aber das ist jetzt so ein beliebter Satz, den ja Politikerinnen und Politiker mal sagen: Wir wollen keine Umfragen gewinnen, sondern Wahlkämpfe. Ich lasse mich da jetzt auch nicht kirre machen von den Umfragen. Also wenn es nach den Umfragen ginge, hätten wir weder einen Trump als Präsidenten, dann gäbe es keinen Brexit und Hannelore Kraft wäre noch in NRW. Na gut, man kann sich das alles gesund beten und reinreden und hoffen, dass das alles anders kommt, als die Umfragen sagen. Aber was Deutschland angeht, haben die Umfragen leider die letzten Mal im Recht gehabt. Und danach sieht es eben nicht aus, dass es Schwarz-Rot-Grün geben könnte, das schon gar nicht. Und Rot-Rot-Grün hat auch die Mehrheit nicht. Also was wollen Sie jetzt noch? Sie haben noch 5 Wochen vor sich, ja, Schippe nachlegen. Was ist das? Genau. Was sind die Themen, die Sie in Ihrem Wahlkreis Ihren Wählerinnen und Wählern jetzt nahebringen müssen? Und am Schluss heißt der Satz immer: Und deswegen wählt mich Kevin Hönicke. Also ich will es eigentlich nur, das ist mein Slogan ja. Diese Frage stelle ich über jeden genau, Kandidaten. Genau, das ist gut so. Also danach sollte es ja auch gehen, nach Inhalten, nicht nach außen. Genau. Also ich habe oder merke im Wahlkampf, dass es gar nicht die große Vision eines neuen Deutschlands ist, sondern dass es eigentlich darum geht, den Menschen das Leben einfach zu machen. Dass der Schüler oder die Schülerin, egal wo sie herkommt, egal wo sie hin will, einfach eine gute Bildung genossen oder genießt in der Schule und daraufhin auch ihren Weg gehen kann. Dass eine Familie, die Kinder kriegt, nicht ein Hindernis im Leben kriegt, sondern was Schönes, nämlich ein Kind, und darin auch dann ihren Weg gehen darf, also einen Kita-Platz findet. Die Frau, wenn sie möchte, meistens reduzieren Frauen ja, dass die dann, wenn sie das Kind großgezogen hat, auch wieder in Vollzeit zurückgehen kann, also auch normal Karriere machen kann, dass es keine Probleme gibt, wie wir es gerade hatten: Nee, ich krieg Zuwachs, jetzt brauche ich eine neue Wohnung, komme aber nicht in eine neue Wohnung. Das oder ich finde eine und kann sie nicht bezahlen. Oder kann sie nicht zahlen. Ne? Oder mehr als ganz viele, ich ziehe ja von Tür zu Tür. An den Türen haben mir jetzt schon mehrere Eltern erzählt, dass sie gerne hätten früher arbeiten gehen wollen, die Mutter oder der Vater, aber sie es gar nicht konnten, weil es keinen Kita-Platz gab. Also da müssen wir auf jeden Fall investieren. Und wir können investieren in Bildung, wenn wir im Bund dieses Kooperationsverbot, was so ein schönes Wort ist, also dass der Bund nicht in Bildung investieren darf, das müssen wir abschaffen. Das müssen wir, das ist völliger. Also ich verstehe es gar nicht, warum man das hat. Und damit könnten das muss man auch kurz erklären, für die, die es nicht wissen. Ja. Bildung ist Länderhoheit. Das heißt, deswegen, wenn man vom Bundesland A nach B zieht, braucht man meistens neue Schulbücher. Genau. So, und der Bund hat da nichts zu suchen. Das ist das Kooperationsverbot, das Zusammenarbeitsverbot. Das hätten Sie gerne aufgelockert. Auf jeden Fall. Also ich hätte auf jeden Fall. Aber viele Ihrer Genossen kommen überhaupt nicht in die Tüte. Oh, nicht. Im Wahlprogramm steht es, in unserem Bundestagswahlprogramm steht, dass wir auf jeden Fall Investitionen aus dem Bundeshaushalt in die Schulen machen können. Dass dann auch, ist ja längst beschlossen. Ja, muss man sagen, geht für Unis und noch nicht wirklich für Kitas und für alle Schulbereiche. Da müssen wir auf jeden Fall nachsteuern oder nachlegen, weil das kannst du keinem erklären, dass der Bund nicht die Häuser in den Regionen, in den Kiezen sanieren und modernisieren darf, nur weil da Schule draufsteht. Das geht gar nicht. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde extrem wichtig, dass wir meiner Meinung nach bundesweit den Erzieherberuf oder Erzieherinnenberuf als einen Mangelberuf endlich deklarieren müssen, dass wir auch da bessere Zuschüsse geben können aus Bundesmitteln, also besser bezahlen, die Ausbildung verbessern etc. können. Das wäre so ein Weg. Und was mich persönlich umtreibt und ein großes Thema auch in meinem Wahlkreis ist, also nicht nur, weil ich es privat selbst erlebt habe, sondern weil es auch im Hohenschönhausen vor allem ein sehr wichtiges Thema ist, Alleinerziehende. Dass wir Alleinerziehenden, die sich eigentlich echt
wirklich viel bemühen, ihren Tag irgendwie managen, um die Runden kommen wollen, dass wir denen mehr Chancen geben, auch wieder mehr teilhaben zu können am Leben. Also da zuschauen, dass wir die besser qualifizieren, wenn sie arbeitslos sind, dass wir da besonders bei den Kita-Plätzen Vorrang geben, weil die haben halt nicht den Papa oder meistens auch nicht noch eine zweite Oma, einen zweiten Opa, wo sie die Kinder vielleicht nochmal unterbringen können. Also da müssen wir viel mehr machen. Und Renten, finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema. Und leider interessieren sich meiner Meinung nach immer nur zu viele oder sagen wir mal zu wenig Junge für die Rente, weil Rente geht uns alle an. Sie dann schon Ihre Rente? Ich will die gar nicht wissen. Ich lasse mich gerne überraschen. Daher, ich glaube, aber bei mir persönlich, ich bin ja nun seitdem ich 16 bin in Arbeit, habe auch neben dem Abitur, neben dem Studium immer gearbeitet. Also ich zahle ja, wenn auch nicht viel, fortlaufend in die Kasse ein. Jetzt als Lehrer zahle ich ja nicht wenig in die Rentenkasse ein. Also ich glaube, meine Rente ist jetzt nicht die, worüber ich vielleicht mal heulen werde, aber ich denke, viele Menschen, die sich 40 Jahre das Leben hart oder hart arbeiten waren und im Leben viel gearbeitet haben, die dann in die Altersarmut zu schicken, das ist traurig. Klopfen Sie irgendwo an der Tür in Lichtenberg, Hohenschönhausen oder Karlshorst und da steht ein Rentner-Ehepaar. Die sagen, Hönicke, schauen Sie mal, wir kriegen 1.400 Euro Rente. Und die letzte Mieterhöhung war 980. Ja. Bleibt uns noch zu wenig zum Leben. Ja. Was sagt denn der SPD-Abgeordnete? Ja, da sage Wie ich will ganz, er denn das ändern? Ja, ganz klar, dass das Rentenniveau nicht weiter sinken darf. Also wir haben im Bundestagswahlprogramm geschrieben, dass wir es mindestens bei 48% halten und dann nach oben eher wachsen lassen wollen. Ich bin der persönlichen Meinung, wir sollten da 50 als Mindestmarke ansetzen, aber dafür kämpfen wir dann in den nächsten Jahren weiter. Und vor allem, da finde ich ganz wichtig, ist, dass wir so eine sogenannte Solidarrente schaffen wollen. Und zwar die, dass die mindestens 10% über der Grundsicherung liegt. Also diejenigen, die ihr Leben lang arbeiten waren, zum Beispiel so ein Ehepaar, dass die nicht nachher zum Amt rennen müssen und sagen müssen, so, ich habe zwar 40 Jahre echt viel getan für dieses Land und für meine Familie und für die Gesellschaft. Aber für die Mieten sind wir nicht zuständig. Aber für mein Leben reicht es jetzt nicht mehr. Das können wir den Menschen nicht sagen. Also das geht auch nicht, weil die ja auch, ist ja auch nicht so, dass Senioren und Senioren sich nicht mehr einbringen in die Gesellschaft. Die sind ehrenamtlich noch aktiv. Und wenn die dann merken, so, aber der Staat ist eigentlich, sagt uns, ihr seid uns egal, das geht nicht. Also da müssen wir auf jeden Fall eine Rente geben, die sie nicht zum Amt treibt. Und das haben wir auch im Wahlprogramm. Ja, aber das kann man ja nicht politisch einfach so herzaubern. Sie sind Mathematiker. Für die Rentenberechnung gibt es bestimmte Rentenformeln. Ja. Ich muss 45 Jahre gearbeitet haben. Wenn ich studiert habe, kriege ich Abschläge oder Zuschläge, wie auch immer. Wie wollen Sie denn die Rentenformeln verändern, dass Sie auf diese 50% kommen? Von was? Ja, man muss investieren. Ne? Aber ich glaube, also das Gute in der Politik ist ja, dass die Formeln nicht wie in der Mathematik festgelegt sind, sondern die politischen Formeln. Manchmal ist das auch sehr unlogisch. Das stimmt auch noch im Gegensatz zur Mathematik. Die politischen Formeln oder die Formeln, die wir mit der Politik schaffen, die kann man ja ändern und anpassen. Aber darin muss man investieren. Aber ich glaube, ein Staat, der nicht in seine Menschen investiert, die für den Staat und für die Gesellschaft viel geleistet haben, ist eigentlich ein trauriger Staat. Und daher muss man dann halt aus Steuermitteln, aus Finanzierungsumlagerungen halt diese Renten bezahlen. Und da können wir einiges schaffen, indem wir wollen das Steuerkonzept ja anpassen, dass der Mittelstand quasi oder die Menschen mit einem mittleren Einkommen, dass die entlastet werden. Und die starken Schultern, die wir in Deutschland haben, dass die halt solidarisch sich mit den etwas schwächeren Schultern verhalten und da dann die Steuern etwas erhöhen, aber auch nur im oberen Bereich, also trifft sehr wenige. Und da sagen auch viele, denen es gut geht, ne, die sagen ja auch nicht so, um Gottes Willen, sondern die sagen so, ja, finde ich in Ordnung. Wenn es dadurch andere gibt, indem ich ein bisschen mehr abgebe, ist es in Ordnung. Und danach muss es gehen. Also es muss in diesem Land wieder viel mehr darum gehen, so wie können wir. Sagen Sie doch Ihren Wahlslogan. Mehr soziale Gerechtigkeit. Mehr Gerechtigkeit. Ja. Ich finde nur soziale Gerechtigkeit, also mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr Altersgerechtigkeit, mehr Arbeitsgerechtigkeit. Also dieses Wort Gerechtigkeit kann man in vielen Bereichen fordern. Ja, aber genau darum geht es. Also dass das Soziale in Deutschland wieder größer geschrieben wird, finde ich. Und wenn Sie dann im Bundestag sind, haben Sie denn schon mal so an gedacht, wenn Sie Ihre erste Rede halten, wie werden Sie die konzipieren? Es kommt darauf an, welches Thema geht, aber so wie ich mich kenne, wird sie leidenschaftlich sein, sie wird ehrlich sein,
Also ich bin ja jetzt auch im Bezirk schon, ich bin ja kein unerfahrener Politiker, bin jetzt im Bezirk schon seit 6 Jahren im Bezirksparlament, bin da Fraktionsvorsitzender, also habe schon einige Reden gehalten und sie sind immer eigentlich mit viel Feuer und Leidenschaft. Und es geht immer darum, dass wir gucken, was entscheiden wir da gerade und wie kommt es bei den Menschen an? Wenn ich Sie so reden höre und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern geht es wahrscheinlich auch so, dann spüre ich, dass Sie mächtig viel Feuer haben. Ja. Ja, dafür habe ich auch so erwartet, wenn man das erste Mal kandidiert, da muss man noch brennen dafür. Aber warum kommt denn Ihr Spitzenkandidat Martin Schulz nicht an, der dasselbe ja sagt wie Sie, nur in seinen Worten, mehr soziale Gerechtigkeit und trotzdem kommt die SPD aus dem Umfragetief nicht heraus. Was sagen denn die Leute auf der Straße zu Ihnen? Na, es geht halt viel um Vertrauen, so, ne? Also das, was ich ja gesagt habe, was mich angetrieben hat, anzutreten. Dass viele Menschen kommen an und meinen so, oh, das klingt echt gut, so, ne? Und bringt mich zum Überlegen, aber macht ihr es wirklich? Und darum muss es gehen nach dieser Wahl. Das heißt, sie vertrauen der SPD nicht, dass sie das, was sie jetzt sagen, auch umsetzen. Sie zweifeln manche. Also ich würde sagen, so, sie hoffen so, und sagen dann aber auch so, naja, dann macht das wieder nicht. Und sind so. Sie ein gläubiger Mensch? Ja. Dann beten Sie doch. Also, wir haben noch ein paar Tage Zeit, wir haben keine Zeit mehr, okay. Unsere Sendezeit ist um. Ja, ich bedanke mich, dass Sie da waren, Kevin Hönicke, Kandidat aus Lichtenberg. Ja. Ja, und diese Sendung können Sie sich nochmal angucken, wenn Sie nicht wissen, wen Sie wählen wollen. Wie gesagt, jeden Wochentag vom Montag bis Freitagabend machen wir eine Wahlsendung und ich stelle Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Harald Berlinger immer eine Kandidatin oder einen Kandidaten vor. Und dann können Sie sich die alle nochmal angucken und am 24. machen Sie das Kreuz bei der oder dem, den am besten gefallen hat. Ich bedanke mich jedenfalls beim sehr engagierten Kandidaten. Danke für die Einladung. Kevin Hönicke und bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Bis morgen wieder in unserer Wahlsendung. Ich sage Tschüss und vielen Dank.